Hallihallo und herzlich willkommen zu Kurzgekläfft. Grüß dich, Sandra. Hallo, Mitch. Hallihallo. Ja, heute haben wir mal ein bisschen ernsteres Thema, was uns aber sehr am Herzen liegt. Und zwar innerhalb unseres Teams hat uns der Sven Bescheid gesagt. Der Sven wohnt in einem kleinen Dörfchen im Osten unseres Landes. Und zwar nennt sich das Dorf, jetzt muss ich da nochmal kurz nachschauen, es tut mir leid. Ich habe es auch schon wieder vergessen. Ich habe es gerade gelesen, aber Ortsnamen, das ist für mich so. Oberdünzebach. Genau, Oberdünzebach. Ja, also Sven schrieb uns an oder kam auf uns zu, weil bei ihm in der unmittelbaren Nachbarschaft, das ist also eine kleine Gemeinde, ein kleines Dorf, wo alle irgendwie auch sehr eng zusammenstehen, ist zu einem großen Brand gekommen ist. Das würde ich jetzt gleich einfach nochmal kurz runterzitieren. Und wir alle da gemeinsam vielleicht ein bisschen helfen können. Ja, erzähl mal. Ich fange mal an von dem, was der Sven mir geschrieben hat. Genau. Am Samstag, den 10.08.2024 gegen 21.34 Uhr. Wir, meine Frau, meine Eltern und ich saßen auf der Terrasse, als wir plötzlich jemanden lautstark riefen hören, Feuer, Feuer. Wir sprangen sofort auf und sahen bereits eine graue Wolke. Sofort, ohne weiter nachzudenken, rannten wir auf die Straße und sahen aus dem Fenster des Eckhauses, Flammen schlugen. Sofort alarmierten wir die Feuerwehr und schauten nach Anja. Anja ist die Dame, die in dem Haus wohnte. Mhm. Und ihren Hunden. Genau, die Hunde heißen übrigens Marley und Mia und sind zwei Golden Retriever. Mhm. Ein Golden Retriever-Pärchen sozusagen. Ja, dann war es so, dass alle Nachbarn dort Hand in Hand gewirkt haben. Die Feuerwehr war da. Ab hier erzähle ich jetzt einfach den Part, weil das wirklich jetzt noch sehr, sehr lange weitergeht und Sven das sehr detailliert geschildert hat. Kurzum war es halt einfach so, dass das Haus komplett niedergebrannt ist und die Hunde aber rausgeholt haben. Genau, das war das Erste, was wohl mit draußen war. Das war das Allerwichtigste, genau. Mhm. Und ja, die Anja jetzt mit ihren zwei Hunden irgendwie komplett auf der Straße steht. Mhm. Da hat sich glücklicherweise auch schon der Ortsvorsteher, also da politisch mit eingeklingt und dort will man auf jeden Fall sehr, sehr stark helfen. Die Anja ist selber sonst jemand, der sich sozial engagiert. Ne, und anderen immer hilft. Ne, also wir haben die Info bekommen über ein Kinderfest und so weiter und so fort. Mhm. Und jetzt ist halt einfach der Part. Und normalerweise selber Spenden sammelt. Genau. Ja. Und jetzt wäre einfach der Part, dass wir Anja helfen könnten. Und wir haben einfach gesagt, dass wir das eine gute Idee finden, dass das auch wegen den Hunden einfach gut zum Thema passt. Und es gibt einen Spendenaufruf vom Ortsvorsteher, also dahinter steht dann halt auch der politisch Verantwortliche für das Örtchen sozusagen, über eine Plattform, die heißt, Sandra, du hast es? GoFundMe, genau. Wo es einfach möglich ist, auch nochmal unter der Beschreibung und hochoffiziell darüber praktisch eine Spende abzugeben. Und ja, wir wollten das auf jeden Fall mit euch teilen und würden uns freuen, wenn ihr an der einen oder anderen Stelle vielleicht irgendetwas Gutes tun könntet, im Sinne von vielleicht mal PayPal anzuschmeißen und einen Euro rüberzuschieben, auf gut Deutsch gesagt. Beziehungsweise GoFundMe hat... Ja, also man kann es auch über PayPal, GoFundMe bietet an, dass man es über PayPal macht, über Überweisung, was auch immer. Ja. Ja, und es muss ja nicht viel sein. Wenn jeder so ein ganz kleines bisschen gibt, ist es ja auch schon viel. Genau. Ne? Ja, den Link findet ihr natürlich wie immer unten in den Shownotes. Wir werden aber auch nochmal kurz was über Instagram posten, sodass ihr einfachen Zugriff darauf habt. Und, die Möglichkeit, es zu teilen. Genau. Falls gerade nichts übrig ist zum Geben, dann wenigstens teilen. Das ist ja auch schon viel, viel wert. Ja. Genau. Weil das ist ja echt so Horrorvorstellung. Hausbrand und die Hunde da drin. Und zum Glück haben sich die Nachbarn gekümmert. Also sie war ja gar nicht zu Hause, hast du vorhin gesagt. Also das heißt, wenn sich keiner drum gekümmert hätte, ich glaube, da stand drin, dass sie gar nicht zu Hause war. Und die Nachbarn die Hunde rausgeholt haben. Okay, also hätte sich keiner darum gekümmert und jeder wäre so bei sich geblieben und hätte nur die Feuerwehr gerufen, dann wer weiß, was mit dem Hunden gewesen wäre. Ne? Also das ist so dieses. Ja.
Ja, das war, ne, also wir haben eben auch nochmal so darüber nachgedacht, ob es vielleicht auch nochmal sinnvoll ist, eine Folge zu so oder so ähnlichen Themen zu machen, ne? Kann ja immer mal zu Hause was schief gehen. Ich für meinen Part habe zum Beispiel immer einen Feuerlöscher im Auto, ne? Mhm. Also vielleicht gibt es da auch nochmal eine Folge. Zu Hause stehen tatsächlich. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ne? Also das ist ja auch nicht normal, dass Leute einen Feuerlöscher zu Hause haben. Nee, sollte aber, irgendwie ja. normal sein, ja. aber ist ja. es ja gar nicht. Ne, aber vielleicht haben wir da ja auch noch die ein oder andere Geschichte. Katastrophen im Haushalt. Was machen wir, wenn wir Hunde haben? Das erinnert mich auch total krass dran. Hat mir Finn gezeigt, ein Video von einem Hund, der so eine Powerbank zernagt hat. Ah, das habe ich auch gesehen, und ja. Und damit den Hausbrand ausgelöst hat. Das war, da waren also mehrere Hunde im Raum und die genau, standen eher, das einer, auch gesehen. Einer ja. hat aber auf dieser blöden Powerbank rumgekaut und ja. die hat dann angefangen zu brutzeln und er hat es halt auf dem Sofa gemacht. Ne, das war eine schöne Grundlage. Ja. Also auch, ja. Ja, Horrorvorstellung. Sorry, Leute, das geht raus mit eurem Hund, geht spazieren, macht die Bilder wieder raus aus eurem Kopf, aber ja, passt trotzdem auf euch auf, gut. Ja, ja. Also wir würden uns freuen, wenn wir gemeinsam da ein bisschen helfen können. Das wäre toll. Mhm. Und in dem Sinne sagen wir, bis bald, macht's gut. Tschüss. Tschüss.